Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde des Space Engineers. Mit dabei wieder der LRM Break. Ich begrüße ihn. Mahlzeit. Und scheiß die Wand an. Das ist echt. Oh, hallo, scheiß die Wand an. Hallo, scheiß die Wand an. Der berühmte scheiß die Wand an. Ich hab doch da diese Schräge gebaut, wie du dich erinnern magst. Ja. Hm. Und wir haben festgestellt. Ich habe festgestellt, dass das Ding zwar funktioniert, aber da jetzt eine Förderleitung davor liegt. Oh mein Gott. Hey, das sind noch Stahl. Oh, das sind Träger, leck mich an. Boah. Gib mir die Stahlrohre. Ja, okay. Förderband ist gleich fertig. Dein Eisen, was du abgebaut hast, wie alt bist du damit? Da ist ein bisschen was im Schiff drin, ne? Okay. Brauche ich doch wieder mal Herstellungskomponenten. Die könntest du vielleicht bauen. Da ist gerade was in Auftrag, weil ich mal auch eine Treppe in Auftrag geben wollte. Okay. Die braucht komischerweise sehr, sehr viel Material. Mhm. Oh. Ja, dann komme ich mal einfach mal zu dir runter. Ja, ich habe gerade wieder mal ein Problem. Du bist disconnected? Nein, ich bin tot. Warum bist du... Oh Gott. Hast du etwa nicht drauf geachtet? Nein, mir ist die Energie mal wieder ausgegangen. Ja, genau, das meinte ich ja. Dann sammle ich immer den Scheißchen mal da ein. Hi. Oh. Könntest du dich looten? Halt, genau, looten. Abgesehen davon, dass ich ein bisschen wacke. Oh Mann. Ich hatte eh nichts mehr dabei. Ah, okay. Dann ist ja okay. Doch, ich kann mein Werkzeug noch mitnehmen, aber ich glaube nicht, dass wir das jetzt brauchen. Doch, das Werkzeug, das kannst du deproduzieren lassen. Echt, ja? Deproduzieren, demontieren heißt es. Ja, kannst du demontieren lassen. Du kannst ja dein Werkzeug auch bauen. Wenn du es außerdem verlegt hast oder irgendwo auf dem Mond vergessen hast. Zum Beispiel. Alter, wie er hier tot rumliegt. Er tot rumwackelt. Kannst du den mal bitte beiseite schieben, ey? Der blockiert dir den Weg ein bisschen. Soll ich den beiseite schieben? Weiß ich doch nicht. Das ist doch deine Leiche. Mach dir einen Kopf. Genau. So ungefähr sieht das meinen aus im Space Engineers übrigens. Hat man hier eine Mine. Und da ist irgendjemand unterwegs mit einem Bohrer, klöppelt da ein bisschen rum und dann sammelt man das ein und bringt das zum Schiff. Und das stirbt nebenbei, weil der keine Energie mehr hat. Ja, weil man nicht drauf achtet. Voll, du kriegst doch so eine coole Meldung davor. Ja, schön, die Meldung kriegt man bei 20%, dann kann man noch eine Stunde rumhamstern und dann ist ja vorbei. Ja, dann ist wirklich vorbei. Puff. Tja, jetzt bin ich wieder zu Hause. Den Krams mal aufgesammelt. Oh, ich habe mein Zeugs wieder bei dir vergessen. Obwohl, doch, da ist mein Schweißgerät dabei. Der Bohrer kann ja ruhig in dem Schiff bleiben. Also das ist ja im Moment unser Transportschiff, was wir benutzen zum Rumfliegen. Wenn wir irgendwo mal einen Planeten müssen. Planeten, sage ich schon. Asteroiden. Oh, mein. Die nehme ich ja mit. Mein Schweißgerät. Das braucht man ja immer. So, was machen wir jetzt? Dauert alles wieder so lang gerade. Könnte die Produktionsgeschwindigkeit hochschrauben im Server, aber dann ist es nicht mehr so toll. Ich weiß, was ich mache. Ich fange an, uns ein Bohrschiff zu bauen. Mhm. Wenn du Lust hast, kannst du ja mitmachen. Wenn nicht, dann nicht. Sagen, ich versuche gerade erstmal was zu demontieren, aber Map. Sie brauchen Herstellungskomponenten für Fahrwerk. Oh. Haben wir sowas? Herstellungskomponenten für Fahrwerk? Ach so, nee, das heißt ja nur Herstellungskomponenten. Okay. Ihr habt nichts gesagt.
Ich hab's aber gehört. Neues kleines Schrift reicht doch, oder? Ja. Ja. Bam. Schwere Panzerung, leichte Panzerung? Oh, leichte Panzerung. Schwere Panzerung kostet... Obwohl, nein. Ist ein kleines Schiff. Schwere Panzerung. Eindeutig. Ein Cockpit brauchen wir noch für ein kleines Schiff. E4. Scheiße. Ich brauche meinen coolen Demontator. Wo ist denn der? Ist der bei dir? Nee, hier ist er. Was sagen, den hast du nicht bei mir gelassen. Demontator, den brauchen wir jetzt zum Bauen. Oder ist der Vorteil, wenn man den mit hat? Nee, weil... Ich weiß nicht, kann man die Platten eigentlich noch nachträglich färben, ja, ne? Ich glaube nicht, ich weiß es nicht. Das werden wir dann wohl ausprobieren müssen. Ja. Stahlplatte aufnehmen. Hier Inventar ist voll. Scheiße. Mein Gott hier. Alter, wie es hier rumzuckt, ey. So. Okay. Ja. Und da. Wer sich jetzt übrigens fragen sollte, warum ich das Schiff hier direkt an unserer Station baue, das ist einfach nur, damit das nicht wegdriftet, wenn mal einmal ein Act aus Versehen. Ja, weil wenn ich das jetzt hier irgendwo mitten in der Luft hätte platziert, dann wubelt das einfach nur blöd rum. Das falsche Cockpit, was ich eingepackt habe. Nee. Das ist richtig. Hast du die interne Panzerung zufällig dabei? Nee. Scheiße. Alles muss man selber holen. Ja. Viel zu schnell unterwegs. Mal. Scheiße. Und da flattern die Stahlplatten hinfort. Aha. Egal, wir haben genug. Pum. Warum kann ich es dann jetzt nicht anbringen? Ach, das ist jetzt doch schon wieder Schmuh, ey. Hä? Ach, da nicht wieder euren Kackmist drauf. Kommt runter da. So. Panzerung wieder aufsammeln. Die Stahlplatten meine ich. Eine oder zwei, die müssten jetzt hier irgendwo im Weltall rumfliegen. Mhm. Nicht, dass du dich wunderst. So, unser Schiff ist gleich fertig. Sieht doch schon sehr gut aus. Das ist ein Cockpit auf dem Fuß. Okay. Halt, okay. Ein Bohrschiff wollte ich machen, ne? Ein Bohrer, zwei Bohrer, was sagst du? Einer reicht, oder?
Okay, Schleifmaschine, Schweißgerät, Bohrer. Bam, Junge. Boom. Ha? Sieht gut aus? Mhm. Soweit, so gut. Okay, ich könnte jetzt hier mit den Symmetrieachsen bauen, die ich mal irgendwo gesehen habe in diesem Spiel, aber das, was ich davon gesehen habe, das war recht buggy, deswegen lasse ich es einfach mal direkt. Und ich weiß gar nicht, okay, ob es vielleicht nur im Creative Mode ging, das ist mir unbekannt. Hier habe ich vergessen. Ja. Okay. Oh Gott, jetzt die Dinger wieder drehen, ey. Das war nicht richtig. Ja, das war auch nicht richtig. Wohl, doch so. Und dann so. Zack. Und zack. Okay, cool. Okay, das wird was. Das wird was. Echt geil. Das wird das geilste Schiff der Welt. Vor allem die kleinen. Die schwere Panzerung. Ich sehe gerade, ich habe ja schwere Panzerung und dann die Ecken mache ich aus leichter Panzerung. Das könnte scheiße aussehen. Ach, kack jetzt. Bisschen. Fünf. Okay. Fünf. Entfernen drücken. Ja, zack, zack. Okay. Obwohl, so ist vielleicht auch geil. Okay. Ach scheiße, ich muss das Ding ja wieder absäbeln. Oh, lol. Das war zu viel. Das wieder kaputt gemacht. Nee, nee, das macht ja nichts. Weil die halt noch auf 0% waren. Deswegen, das ist komisch. Warte mal, ey, das sah cool aus. Bist jetzt in die verkehrt rum. Zwo. Ich glaube, das ist egal, ist, warum ich die baue. Fang mal derweil an, Materialien zusammenzusammeln, dass wir Geschütztürme hinstellen können. Ne, ist egal, warum ich die baue. Ja, bitte. Sehr gute Idee. Das wird demnächst, wie versprochen. Erzähl weiter. Deine Asteroiden hier anstellen kannst, weil bis jetzt ist das Spiel ja relativ leblos. Da leblos, weil keine Asteroiden umherfliegen. Da hat's geklingelt. Ich bin ja. Ja, das war auch das Signal, dass wir langsam aufhören sollten. Ich werde das Raumschiff ein bisschen weiter schweißen. Oh Gott, meine Energie ist gleich niedrig. So, magst du die Leute noch weiter unterhalten, während ich jetzt die Tür öffne? Unterhalten? Mögen? Ich? Bei Sachen, die normalerweise nicht zusammenpassen, aber okay. Sagst du? Doch, komm. Ja. Unser Podcast hat ja aber Spaß gemacht. Ein paar Rumpalabern Blödsinn machen. Ja, das ist Standard bei uns. Wir machen immer Blödsinn, von daher. Würde ich jetzt nicht sagen, dass das ganz unabdingbar war. Eieiei, bin jetzt inzwischen wieder voll. So, da haben wir halt heute ein bisschen kürzeren Part. Freut die Leute auch, können sie ein bisschen was anderes heute noch machen. Behaupte ich. Oh, das kann wohl gut sein. Oh.
Clever. Man setzt einen Block und schmeißt ihn, säbel den gleich noch runter. Das ist echt clever. Das ist in meinen Augen eine Flex, die du da hast. Ja, das ist eigentlich offiziell ist es so ein Namen vergessen. Schleifgerät. Ja, ein Schleifgerät, danke. Schleifer. Halt, stop it. Der aus wie eine Flex. Okay, hier ist was. Hier ist was verschied gegangen. Das verschied gegangen. Der verschied gegangen. Ich habe das eine Eck zu weit hinten gesetzt. Mhm. Und das war blöd. So wie ich halt bin. Blöd. Ja. Hm. So, kannst du dir mal das Schiffchen angucken, wie es hier aussieht bis jetzt? Also ich habe jetzt nur ein bisschen die Panzerung ringsrum ein Häppchen gemacht. Also wirklich nur ein Häppchen. Und ich finde eigentlich... Gucken wir uns gleich mal an. Ich finde eigentlich, das sieht schon ganz gut aus. Vom Eckdesign her, von den Ecken her. Und nur die Stahlplatten kommt man schon ziemlich weit hier bei dem Bohrer. Was sagst du zu den Ecken, wie die aussehen so? Ja, das erste Mal ganz okay. Weil wenn die fertig sind, kannst du ja mal gucken, wie die aussehen, wenn die fertig sind. Kannst du einen fertig machen. Schweißen oder so. So sieht es sonst aus. Und das finde ich, sieht anders cooler aus. Puh. Abwarten. Wenn es fertig wird, wenn es fertig ist, können wir es immer noch machen. Eben. Gut, Leute, also sehen wir uns im nächsten Part wieder, wenn es wieder ist. Let's Play Space Engineers mit unserem ersten Schiff. Im Part 20 vermutlich dann oder so. Ist das jetzt schon? Keine Ahnung. Ja, bei der Geschwindigkeit, die wir den Tag legen, kann das gut der Fall sein. Oh ja. Also, macht's gut, bis dahin. Und Servus. Servus. Warte mal, komm mal ein bisschen näher ran, da kann ich dich vielleicht in einen Screenshot einbauen. Hallo. Yeah. Au. Junge. Also, bis dahin und ciao. Servus. Du, machen wir weiter. Nicht auf mich zielen, nicht auf mich zielen. Na, ist egal. Okay, ciao.